Wieder zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Da hinten steht Hagrid. Hat ein paar Schweine da. Ich würde sagen, wir gehen mal zu ihm. Harry, hier drüben. Ja. Komm mal vorbei. Ich will dir etwas in meiner Hütte zeigen. Oh Gott. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Das glaube ich, dass das in Hogwarts so ist. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Einwand. Im gesamten Spiel wurde nicht einmal erwähnt über seine Wohnverhältnisse bei den Dursleys. Das heißt, auch hier wird wieder einmal angenommen, dass man sich zumindest mit der Story aus dem Film oder zumindest mit dem Buch beschäftigt hat. Das finde ich doof. Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Kusch, kusch, sagte Emma. Aber uns vorher noch um Hilfe bitten. Wir haben noch nicht mal Ja oder Nein gesagt. Na gut, kommen wir noch mal rein. Da war eine Truhe, ich hab's genau gesehen. Okay, wir... Könnten wir nicht einfach darüber hüpfen? Natürlich nicht. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz, vielleicht findet ich ja hier noch mal was. Was das darstellen soll, weiß ich auch nicht. Aber... Wird schon sein, ich glaube, da kommen wir nachher raus, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir eine sehr hässliche, glänzende Ziege. Wie gesagt, da die wirklich extrem großen Schweine, obwohl die auch nicht wirklich wie Schweine aussehen. Na gut, dann holen wir jetzt einfach mal die Feuersamen für Hagrid. Ist ja eine unserer leichtesten... Gemein. Ist ja eine unserer leichtesten Übungen. Nintendo. Okay. Das geht ja schon mal gut los. Nintendo. Ah, ja, ist okay. Ist okay. So, ist hier noch was? Ich kenne ja Harry Potter und wie total versteckt diese Truhe ist. Ist auch schön, dass der Pfeil auch uns immer zeigt, wo wir lang gehen müssen. Ja, das ist halt ein Kinderspiel, ne? Die Kleinen müssen ja auch ein bisschen auch mit an die Hand genommen werden. Verschwende. So. Können wir einmal hier hoch? Nee, ne? Müssen da hoch. Hallo Frosch. Du bist mein. Ich umgehe euch einfach mal.
Boah, ist das Wasser laut. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Oh, Alter. Ich dachte gerade schon. Boah. Okay, Hagrid hat hier ein paar Fässer aufgestellt. Warum auch immer. Der Musikwechsel ist manchmal auch echt klasse. Oh ja, dieser Absatz ist so schwer zum Klettern. Kann ich eigentlich da runter? Nee, wahrscheinlich. Ich sollte das nicht ausprobieren. Besser nicht. So. Ich habe auch immer Angst, hier immer was zu übersehen. Aber ich... Weißt du was, das ist doch nicht... Alter Harry. Das sag ich doch. Lass mich doch nicht verarschen hier. Yeah. So, und dann haben wir nochmal für den... Ach, damit kommen wir wieder nach oben wahrscheinlich, wa? Praktisch. Von dort kommen wir aber. Wir müssen da raus. Das ist ja praktisch. Oh, Alter. So. Also ganz ehrlich, Hagrid. Gefährlicher hättest du das für uns nicht machen können. Ja, Schokofrosch. Und eine Truhe. Wo zwei lächerliche Samen drin sind. Ich sag dazu mal nichts. Ah, ich wollte schon gerade sagen, wo sind denn... Diese Pflanzen. Das müssen Feuersamenpflanzen sein. Hagrid hat mir geraten, ich soll mich nach Möglichkeit von den heißen Samen fernhalten. Das ist gut. So, warten, bis sie abgekühlt sind. Jetzt können wir sie nehmen. So, ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen, aber... Wir werden es schon mitbekommen. Ah, warte. Nein. Nein. Warte. Musste ich erst ins, in den... Ah. Blödes Viech. Ja, verschwinde. Quälgeist. Quälgeist, du. Okay, darüber... damit wir da zum nächsten Speicherbuch können. So, die nächsten Feuersamen. Jetzt können wir sie nehmen. So. Ey, so blöd kann doch keiner sein. Mann. Nicht mal
Gott, springen kann der Junge. Jetzt. Jetzt können wir sie nehmen. Ist hier sonst noch was? Ne? Nö. So, wenn du jetzt da wieder weg runtergesprungen wärst, ne, dann hätte ich dich geschlagen. Oder irgendwas anderes. Kommen wir da hin? Oder kommen wir da zu einem späteren? Ich glaube, da kommen wir zu einem späteren. Ja, genau, von dort. Das war knapp. Gut, dann hole ich mir da schon mal die Dings. Jo, wir sind gleich bei 260 Bohnen. Und irgendwie höre ich hier... Irgendwas höre ich hier. Das sieht auch so nach etwas aus, was sich öffnet, aber... Mit Magie kriegen wir das gerade nicht auf. So, oh, drüber. Wie die alle hier... Wie die alle hier Harry in Gefahr bringen, wenn sich hier ihre ganzen gefährlichen Tiere und diesen ganzen anderen Kram hier alles überall im Schloss und hast du nicht gesehen, auf dem ganzen Gelände verteilen. Also ich möchte kein Schüler auf Hogwarts sein. Soll ja auch ziemlich teuer sein, ne? Leg dich mal auf die Seite, alles gut. So, wir gehen mal. Oder gehen wir mal? Ach nee, da muss die. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Und tschüss. Die ist weg. Ah ja, und jetzt weiß ich auch, wo das Geschnappel herkommt. Ah. So. Ah, tja. Da komme ich an die Feuersamen ran. Siehste. Ach nee, doch nicht. Das ist nur der... Das ist nur ein Raum. Ja, okay. Gut. Ich dachte schon, da kriege ich noch ein paar Feuersamen, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Man muss ja auch nicht immer einen. Mist. Incendio. Incendio. Boah, schnell lauf weiter, Junge. Bevor die andere wieder aufwacht. So. Was, ein Frosch in der Kiste und dann noch ein weiterer Frosch, okay. So.
Lalalala, 15 Feuersamen haben wir schon. Das ist eine gute Ausbeute. Speicherbuch. Flipendo. Ja, ich meinte Flipendo. Eigentlich den, aber guck mir den anderen zuerst. So. Flipendo. Und der andere ist noch zu weit weg. Okay. Nicht daneben springen, Harry Potter. So, hier können wir schon mal die Feuersamen abkühlen lassen. Während wir uns den holen und uns da die Truhe holen. Das ist Multitasking. Wie man das nur bei Harry Potter machen kann. Aber würde ich ja gerne mal denjenigen mal kennenlernen, der hier die ganzen Kisten immer wieder dahingestellt hat und wie er das gemacht hat. Natürlich mit Magie ist klar, aber es ist ja trotzdem Arbeit. So, 18 haben wir. Flipendo. An den anderen kommen wir auch schon ran, siehst du. Nicht runterfallen, Harry Potter. Jetzt triff doch mal diese Scheißschnecke. Du bist manchmal so anstrengend, Harry Potter. Wo sollen wir lang? Gehen wir erstmal da unten hin. Ja, war klar. Dachte ich mir schon fast. Wo starten wir? Ach, nö. Ach, komm. Lass mich doch verarschen. Flipendo. 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 Ne, der ist immer noch zu weit weg. Junge. Flipendo. Kommt davon, dann wirst du in einer Zeit immer so ein bisschen ungeduldig, weil du auch vorankommen willst. So. Dazu kommt noch diese interessante Maussteuerung. Also man könnte mal bei der Mausgeschwindigkeit und so, ich würde hier mit Gamepad spielen, was absolut nicht der Fall ist. Da müssen wir hin. Flipendo. 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 So, du machst mal Pause. Dich umrunde ich mal. Na komm, Arschschnecke. So, jetzt muss ich mal gut überlegen. Wahrscheinlich komme ich von so darüber. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch, das schaffe ich. Okay. Dann war ich gerade eben einfach nur zu blöd zum Springen. Alter Hagrid, ne? Wenn ich Hagrid wiedersehe, ne? Der kriegt was zu hören von mir. Dass er uns in so eine Lage gebracht hat. Das glaubt mir, Mann. So. So. Ist das der Raum, wo wir gerade gewesen sind? Ja, ne? Genau.
So, da sind noch Feuersamen zu holen. Aber sonst nichts. Okay. So. Und wir laufen. Und haben es geschafft. Hey. Ich hoffe, wir haben alle Feuersamen bekommen. Okay, da hinten ist Hagrid. Gut gemacht, Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Hier, eine Bildkarte für dich. Ist aus meiner eigenen Sammlung. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Ei, ei, Captain. Machen wir sofort. So, schnell die Bildkarte holen. So, und dann mal gucken. Mal überlegen. So. Da haben wir ein paar ausgelassen. Ich glaube, den hatten wir nicht mehr. Nee, wir waren hier, glaube ich, bei ihm waren wir stehen geblieben. Dann wäre das die Nummer 19. Newt Scamander, geboren 1897, Autor des berühmten Werkes Sagentiere und wo sie zu finden sind. Edgar Strugler, 1703 bis 1798, Erfinder des Taschenspikoskops. Auch nicht schlecht. Bowman Wright, 1492 bis 1560, entwickelte den goldenen Schnatz. Auch cool. Und Godric Gryffindor, den haben wir. Ach, siehst du, den haben wir ja, glaube ich, auch wieder bis auf 2. Mal gucken, wen haben wir hier? Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt, Halbschwester von König Artus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Da haben wir nichts und die haben wir gerade bekommen. Von Hagrid haben wir Salazar Slytherin bekommen, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitgründer von Hogwarts, nach ihm wurde eines der 4 Häuser benannt. So, ein paar haben wir. Okay. Gut, wir gehen zu Hagrid rein, allerdings erst in der nächsten Episode von Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.